Servus miteinander. Heute gibt es für den Sapphire Pro eine neue Firmware und zwar, ja, der Dank geht natürlich an Leadspeak, dem Ersteller der Firmware. Und ich zeige euch, wie man Platformio installiert, wie man dann die Malen mit der Platformio einmal kompiliert und wie man es dann auch auf den Sapphire draufbringt. Viel Spaß! Ja. Bei dem Teil sind jetzt hier Anfänger angesprochen. Wenn ihr euch mit Platformio und so schon auskennt, könnt ihr den Teil eigentlich überspringen. Ja, ich würde sagen, dann starten wir mal. Also, geht's mal zu Google und gebt's einfach mal Platformio ein. So, jetzt folgen wir dann einfach den Anweisungen. Also, wir nehmen das erste hier, Platformio.io. Danach sagen wir hier unten, Install Platformio.io now. Und jetzt haben wir hier das nächste, Install VS Code. So, dann lädt ihr euch was runter. Er installiert auch das Ganze und jetzt könnt ihr hier unten, wenn ihr euch keine Desktop-Verknüpfung machen wollt, könnt ihr hier unten einfach mal eingeben, Wies, ja, und dann geht er da hinein. Und jetzt seht ihr auch schon hier, jetzt müsst ihr noch was machen. Also hier unten gibt es so ein lustiges Symbol und da können wir dann die Extension Platformio.io eingeben. Das heißt, wir suchen uns das Symbol, das sieht jetzt mittlerweile so aus. Und dann kann man im Prinzip, wenn ihr es noch nicht installiert habt, hier mal eingeben Platformio. Bei mir ist es natürlich schon drin. Jetzt seht ihr das hier. Ja, und dann geht ihr einfach da auf Install. Also bei mir steht natürlich jetzt Uninstall. Ich habe es ja schon drauf. Und dann habt ihr das Platformio schon mal installiert. So, das nächste, was wir uns runterladen, ist jetzt einmal die Malen-Firmware. Das heißt, ja, wir können einfach mal das hier nehmen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesucht. Also Sapphire Pro Malen. Und dann scrollen wir ein bisschen runter und sehen hier, der Leadspeak hat etwas gebastelt und das finden wir bei GitHub. So, jetzt sehen wir hier schon MKS Robin Nano, das ist da drin, das gefällt uns sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wir laden uns das Ganze mal als ZIP-Datei runter, also Download ZIP. Jetzt können wir uns das Ganze noch entpacken, das heißt, wir gehen jetzt einmal dahin, sagen, hier draufklicken, alle extrahieren und ja, dann nennen wir das Ganze nämlich hier ZIP. Sapphire Pro Malen. So, dauert ein bisschen. Und jetzt sollten wir das hier irgendwo finden. Da ist sie drin, also Sapphire Pro Malen. Und jetzt können wir in die Platformio-Software wieder reingehen. Wenn jetzt das Ding hier offen ist, gehen wir einmal hier unten auf den kleinen Käfer. Das ist Platformio. Und da können wir eines machen, auf Open gehen. Und sagt er hier Loading und dann macht er uns das Ganze hier einmal auf. So, jetzt kann ich hier auf Projekte gehen und dann kann ich zum Beispiel sagen Add Existing und dann suche ich mir jetzt einfach mal meine Datei raus, die ich will. Ich habe sie in Downloads und dann ist sie drin bei, mal schauen, wieder bei Sapphire, Open. Gut, jetzt hat er es aufgemacht, ihr seht es. Und jetzt kann ich hier einmal schauen, unter Malen haben wir jetzt unsere ganzen Dateien, die wir da brauchen. Und da gehen wir jetzt mal in die Configuration H rein und ihr schaut hier bitte schon, da unten gibt es eben normalerweise hier mit den zwei Strichen einmal den Sapphire Pro. Solltet ihr einen Sapphire Plus haben, dann würde ich den hier auskommentieren. Das heißt also, wir machen die zwei Striche weg und sobald die zwei Striche weg sind, wisst ihr, okay, das ist jetzt der aktive Drucker für die Firmware. Wenn ihr sagt, ich möchte aber den Pro haben oder ich habe den Pro, den Plus, also nehmt ihr den hier und macht das so. Dann habt ihr den aktiviert. So, also ich nehme wieder den Sapphire Pro, denn den habe ich ja. So, und der Rest ist eigentlich schon soweit vorbereitet. So, wenn wir das Ganze jetzt hier einmal so gebastelt haben, dass wir sagen, wir wollen jetzt den Pro, dann müssen wir nur noch hier runter gehen und sagen Platformio Build. So, und dann läuft er. Tja, und er sagt Success. So, jetzt hat er uns in das Verzeichnis, das wir jetzt gerade geöffnet haben, also in das Sapphire Pro Malen bei mir, hat er uns jetzt unter Pio, also .pio, die Datei reingebaut. Also hier MKS Robin Nano und ihr werdet sehen, hier ist eine Robin Nano 35. Diese Robin Nano 35 schmeißt ihr jetzt auf eure SD-Karte, die in eurem Drucker vermutlich drin ist. Kopiert das da rein, einfach hier auf das Verzeichnis drauf. Ich mache das mal. So, ihr nehmt die hier
einfach rüberschieben, kopieren und ihr seht die hier drauf. Jetzt nehmt ihr die Karte, steckt sie in den Drucker und schaltet den Drucker ein. Dann muss was passieren. Ja, das allererste, was ihr jetzt sehen werdet, ist einfach dieses schön aufgeräumte Display, wo die Temperaturen alle dastehen. Im Prinzip ja wie die Malen vom Ender halt. Und es sieht einfach ganz gut aus. Nun, jetzt schauen wir einfach mal ein bisschen durchs Display durch. Es gibt so ein paar Features, die es jetzt da drin reingeschafft haben. Und zwar, was schauen wir so als erstes? Dann gehen wir einfach mal da rein in Motion. Ihr seht jetzt natürlich die ganzen Home-Geschichten ganz normal. Und jetzt haben wir hier, Bed Leveling. Und jetzt haben wir hier einmal Level Bed, Edit Mesh, das habt ihr vielleicht noch nicht, das hat man erst später, Fade Hey, heißt das eigentlich so? Hi, Hey, ist ja egal. Also man kann einmal die Corners leveln, die Ecken leveln und Level Bed ist einfach Mesh Leveling und zwar diesmal mit Einstellungen, die nicht 0,1er Schritte haben, sondern 0,025, mega geil, genauso wie ich es mag. Ja, und ja, ich kann hier natürlich meine Settings wieder speichern oder laden. Schöne Sache. Dann schauen wir weiter, was gibt es hier noch? Stepper disable, passt auch. Temperaturenkonfiguration. Wir gehen einmal hier rein und jetzt seht ihr hier, gibt es nicht nur da unten Sachen, Preheat-Konfigurationen. Also die kann ich mir selber einstellen. Wenn ich sage, ich möchte Preheat PLA, dann kann ich hier einstellen, was er da drin haben soll. Und jetzt gehen wir nochmal eins weiter. Advanced Settings und da wird es wiederum interessant. Hier kann ich ein paar Offsets setzen, wozu ich das brauchen soll, weiß ich noch nicht genau. Velocity, ihr seht hier, das sind die Geschwindigkeiten, Maximalgeschwindigkeiten. So, dann haben wir die Beschleunigungswerte, die Jerkwerte, also Verzögerung quasi, und dann die Steps per Millimeter. Und ihr seht hier schon, ich habe hier schon ein bisschen was drin stehen, das sieht ja Wahnsinn aus, also Z 1600. 415 für den Extruder, okay. Und hier haben wir auch einen Teil, was Cancel Object heißt, wo ich noch nicht weiß, was ich mit anfangen soll. Aber vielleicht, naja, wir werden es noch sehen. So, dann haben wir Temperature. Was ich auch noch nicht weiß, also wie gesagt, es gibt so Features, da habe ich noch keine Ahnung von, weil es die halt einfach in 1.1.9 der Malin noch nicht gab. Autotemperatur, Vielleicht kannst du mir jemand in den Kommentaren schreiben, was Autotemp sein soll. Tja, bei Temperature seht ihr natürlich wieder ganz normal Nozzle oder Bedtemperatur. Preheat PLA, Preheat PETG, also vorheizen. So, was haben wir noch Schönes? Change Filament brauchen wir nicht. About Printer, Media, was können wir denn da Schönes machen? Also, ich habe noch nichts rein, ich habe keine Karte drin. Dann können wir hier mal schauen, was gibt es denn da für Infos. Also, Robin Nano, Sapphire Pro, Board Info, Baudrate steht da, ist auch nett. Thermistoren. Okay. Runaway Watch is on. Habe ich sogar nicht an, aber wurscht. Was haben wir hier? 29 Drucke. 3 Stunden Print Time. Natürlich erst mit der neuen Firmware. Vorher wusste ich das natürlich nicht. Genau. So, das sind jetzt die Geschichten, was wir jetzt da so zum Einstellen haben. Und das erste, was ich machen würde, tatsächlich wäre einmal Pit Tuning. Aber aufpassen, also bei mir hat es mit dem Pit-Tuning erstmal nicht ganz funktioniert. Ich musste es dann mit Octoprint nochmal ein bisschen nachregeln, weil anscheinend meine Werte so weit auseinander waren vom Pit-Tuning, dass es nicht übernommen hat. Das hat mir aber der Leadspeak auch gesagt. Der hat mir dann den Befehl gesagt, den ich euch jetzt nennen werde. Zum Pit-Tuning solltet ihr Folgendes eingeben. Ich schreibe es ja natürlich auch noch unten in die Videobeschreibung rein. Einmal die M303. E-1, das E-1 ist das Heizbett. S, dann eure Wunschtemperatur, also 60 zum Beispiel, und dann C8U1. Wenn ihr das macht, dann fängt das Pit-Auto-Tuning an, und zwar vom Heizbett. Das seht ihr dann auch im Display vom Drucker. Und dasselbe würde ich dann natürlich auch noch mit dem Hotend machen und jeweils natürlich gefolgt vom M500, damit es in den EEPROM gespeichert wird. Warum der Befehl besser funktioniert wie der vom Drucker? Ganz einfach, hier ist eben dieses U1 mit dabei und da übernimmt er jegliche Werte, die er jetzt quasi rausfindet. Im Normalfall mit dem
Ja, mit dem normalen Pit-Tuning würde er die nicht übernehmen, weil er teilweise eben so weit auseinander liegen, dass er sagt, nö, die Werte, die sind nicht wirklich gut, also nehme ich es auch nicht. Also so habe ich es zumindest verstanden. Genau, einmal Enter drücken, wie gesagt, und dann einmal durchlaufen lassen. Und wenn er fertig ist, er sagt es euch dann auch einmal M500 und dasselbe dann eben einmal M303E0 müsste das Ganze sein. Und dann eben natürlich eure, ja, zum Beispiel 210 Grad und dann los geht's. Und dann die M500 wieder hinterher. Dann habt ihr schon mal die Geschichte durch. So, wenn ihr das gemacht habt, wie gesagt, dann sagt er irgendwann mal ready. Ihr könnt das Ganze dann, wie gesagt, mit M500 abspeichern. Und das nächste, was ich eben machen würde, wäre dann einmal Motion und Bad Leveling und dann eben sagen einmal, ja, Level Corners erstmal, dann die fünf Dinger einmal durchleveln, relativ genau messen, leveln. Und danach eben einmal Level Bad drücken. Dann nehmt ihr euch wieder eure Fühlerlehre, euer Papier, mit was auch immer ihr das machen wollt, und jetzt Mesh leveln. Das heißt, ihr fahrt halt einfach die neuen Punkte am Heizbett ab. Also er fährt dann automatisch diese neuen Punkte einmal ab. Er fährt hier hin und ihr könnt es dann im Display eben einstellen, runter oder rauf. Und ihr fahrt es dann eben auf euer Papier oder auf eure Fühlerlehre und ja, fahrt es dann hin. Und dann haben wir eben diesen Ausgleich des Druckbettes, das heißt, er fährt mit der Z-Achse eben dann auch in die Täler rein, die da sind, oder eben auf die Berge rauf. So, und gleicht somit alles aus. Das ist Mesh-Level. Nach dem Mesh-Level einmal Speichern drücken und ihr müsst beim Malen 2 oder zumindest bei der hier kein M420 mehr eingeben. Das speichert alles in der Firmware. Das musste man bei den Malen 119 dann machen und mich hat das ein bisschen verwirrt am Anfang, weil ich nicht wusste, muss ich das reinnehmen oder nicht. Er hat es dann teilweise drin gehabt, obwohl ich eben es eigentlich gar nicht aktiviert hatte, deswegen war ich verwirrt. Aber okay, es funktioniert wunderbar. Mesh Leveln geht. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Einmal da. Ich hatte zwischendrin mal ein bisschen Probleme, weil ich anscheinend irgendwas mit meinem Mesh verkackt habe. Warum auch immer, da hat er mir dann sowas rausgebracht, aber lasst ihr nicht draus bringen, das funktioniert sehr gut. Ja, das ist im Prinzip die Geschichte mit den Würfeln. So, die Würfel sehen sehr gut aus. Es ist einmal hier der gewesen ohne Mesh Leveln, das war einmal der hier mit Mesh Leveln. Ihr seht es hier: X, Y und Z. Das sieht alles sehr gut aus. Ja, wie gesagt, der hier sieht natürlich nicht gut aus, aber das haben wir ja behoben, tollerweise. Ja, jetzt noch ein paar Informationen, die ich euch noch schulde, denn ich habe ja so ein paar Sachen angeschnitten, die ich nicht ganz erklären konnte. Jetzt habe ich mal ein bisschen nachgelesen, und zwar das Autotemp-Feature, was da drin ist, bedeutet nur eines, also das kann man aktivieren. Und wenn ihr verschiedene Geschwindigkeiten für Wände, für quasi ja, verschiedene Höhen von der Nozzle drin habt, also je mehr Geschwindigkeit, desto mehr Temperatur würde dann erhöhen, weil er natürlich sagt, der Fluss muss etwas erhöht werden, damit ich nachkomme beim Fördern, also erhöhe ich die Temperatur. Das wäre Autotemp. Cancel Object ist, wie ich mir schon dachte, wie bei Octoprint auch, da gibt es ja das Cancel Object Plugin. Da kann ich mir halt verschiedene Sachen raussuchen, die ich jetzt gerade auf der Platte habe. Bei dem wird es so sein, dieses Objekt, wo er jetzt gerade ist, wo er gerade fährt, also ich habe mehrere Projekte auf der Platte, und dieses, wo er gerade fährt, das kann ich mit Cancel Object quasi abbrechen. Dann springt er zum nächsten und macht da weiter, und er lässt normalerweise auch dann dieses Objekt auf der Platte immer aus, weil wahrscheinlich ist halt irgendwie eine Stützstruktur umgefallen oder es hält nicht auf der Platte. Dann kann ich das weglassen und kann mit den anderen trotzdem noch weitermachen. Das ist ein sehr schönes Feature, das mag ich auch ganz gern, gerade wenn man viele, viele Sachen auf der Platte hat. Was ich, ihr macht euch eine Schleppkette zum Beispiel, und da habt ihr dann 30 verschiedene Teile und eins davon ist kaputt. Ihr seid aber schon bei der 20. Schicht, dann habt ihr keine Lust wieder abzubrechen. Dann kann ich sagen, okay, Cancel Object, dieses eine Teil, was nicht funktioniert, dann springt er da drüber und macht beim nächsten gleich weiter. Das ist eine sehr schöne Geschichte. So, jetzt an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Leadspeak für die toll angepasste Malen-Software und für die Hilfe, die er mir auch gegeben hat, natürlich. Ja, wenn es euch gefallen hat und wenn euch das was gebracht hat, dann lasst mir doch einen Daumen da. Wenn euch mehr gefallen hat bei meinen Videos und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mir ein Abo da, drückt die Glocken, viel's euch! Halt, jetzt habe ich noch was vergessen. Wenn ihr wissen wollt, wie man diese Firmware anpassen kann, also das war jetzt nur, ich installiere eine vorgefertigte Firmware auf dem Sapphire, dann schaut es beim nächsten LotMax-Video rein, denn der LotMax hat tollerweise dasselbe Board wie der Sapphire,
Und ja, da habe ich einiges angepasst an dem Ding. Ich habe quasi diese Firmware, die ihr jetzt hier gesehen habt, angepasst, dass sie für den LotMax passt und noch ein paar andere schönere Sachen. Ja, und jetzt geht's mit den Outtakes noch weiter. Fährt euch! So, wenn wir jetzt die Firmware runtergeladen haben, dann machen wir wieder Folgendes. Wir gehen hier auf die Suche und geben einmal VFI Fizzle Studio. Whistle. So, heißt, wir gehen hier einmal wieder ins Whistle Studio. Ja, als nächstes zum Runterladen brauchen wir einmal Thingiverse. Und da geben wir jetzt einmal ein Zapfire Pro. Vielleicht sollte man noch Marlin eingeben. Marlin. So, haben wir da was? UART Controller, nein, wo ist sie denn? Wir machen es anders. Lied. Auch falsch, Herrgott Sakrament. Ja, sag mal. Nein. Was? Hau ab.